willkommen bei der Dosis Rosie. Hier ist die Jen. Ja, diese Woche ist unser Wochenthema Schwule und Lesben, eine gemeinsame Community oder eher zwei gespaltene Lager. Zu diesem Wochenthema haben wir auch schon Cassandra und Laura ihre Videos hochgeladen. Erstmal möchte ich zu denen was sagen. Fange ich mal mit dem Montag, dem neuen Montag, mit Cassandra an. Die hat ja gesagt, sie findet nicht, dass das zwei gespaltene Lager sind. Es ist eher wirklich eine Gemeinschaft, alle Menschen sind gleich, also ist es auch eine Gemeinschaft. Und sie geht total gerne und auch lieber auf schwul-lesbische Partys und hat auch schwule beste Freunde. Und deswegen sagt sie, es ist eine Gruppe. Ja, ist nicht ganz meine Meinung. Ich denke schon, dass es zwei gespaltene Lager sind. Aber ich denke nicht, dass es zwei gespaltene Lager sind, aus dem gleichen Grund, wie Laura das nämlich gesagt hat. Laura hat gesagt, beziehungsweise Frau Doktor, wie hat sie sich genannt? Habe ich ihm gesagt? Besser ist er nicht. Doktor, neunmal klug, glaube ich. Frau Doktor, neunmal klug, hat nämlich die These aufgestellt, dass das Fernsehen, das nämlich entstanden ist, dass es zwei gespaltene oder getrennte Communities sind. Das ist nämlich dann, soll nämlich so passiert sein, dass in Filmen oder Serien, wenn überhaupt mal was Schwul- oder Lesbisches Sachen vorkommt, dann gibt es entweder eine lesbische Figur oder eine Schwule und nie irgendwie beides. Weil sonst wäre es ja auch schon keine Randgruppe mehr, weil dann wäre es ja schon fast normal, ne? Und deswegen denkt wohl die Menschheit, es gibt nur schwul oder lesbisch und die haben nichts miteinander zu tun. Ja, okay. Also, okay, ich bin auch der Meinung, es sind zwei gespaltene Lager, aber ich denke nicht aus diesem Grund. Und zwar stelle ich jetzt mal die These auf, oder beziehungsweise ich denke, das kommt vielleicht durch Folgendes. Und zwar habe ich gedacht, okay, es hat einem ja fast gar keine andere Wahl, dass es zwei gespaltene Gruppen sind. Wenn wir mal überlegen, zum Beispiel gibt es ja junge Lesbengruppen oder Gruppen für junge Schwule, aber es gibt, ja, ne, es gibt entweder für Lesben oder für Schwule. Nicht zusammen. Okay, vielleicht in kleineren Städten oder Orten, wenn es da solche Gruppen gibt, vielleicht sind die dann auch gemeinsam und vielleicht gibt es da ja auch dann wirklich einen größeren Zusammenhalt. Ich kenne das jetzt nur hier aus der großen Stadt, da gibt es getrennte Gruppen. Die jungen Menschen haben schon überhaupt nichts miteinander zu tun. Wo soll denn da der Kontakt entstehen? Oder hier Internet. Desarion, Geomeo, zwei verschiedene Plattformen. Überhaupt kein Kontakt zwischen Lesben und Schwulen. Das sind zwei komplett verschiedene Welten. Also, ne? Wo soll da eine Community entstehen? Okay, man geht zusammen auf den CSD, aber ich glaube, da läuft man wahrscheinlich auch mehr nebeneinander her, anstatt gemeinsam. Dann gibt es dann zwar auch mal schwul-lesbische Partys, aber ich finde doch, rein lesbische oder vor allem rein schwule Partys gibt es wesentlich häufiger. So. Und wenn man dann mal auf eine schwul-lesbische Party geht, dann tritt ja auch wieder das allgemeine Phänomen auf, die Grüppchenbildung. Man hat natürlich vorher so eine Gruppe schon so gegründet oder ist halt irgendwo in einer Gruppe drin, durch irgendwelche Treffs oder Lesarion oder Geromeo, geht mit dieser Gruppe natürlich dann auch aus und dann steht man in dieser Gruppe da und hat nicht wirklich Kontakt zu anderen Menschen auf dieser Party. Und aber auch selbst wenn, also welche Lesbe spricht dann mit einem Schwulen an? Das würde ja schon mal echt komisch aussehen. Da würde man ja schon denken, hallo, ich bin doch hier auf einer schwul-lesbischen Party. Ich will unter meinesgleichen bleiben. Und nicht von dem anderen Geschlecht angelabert werden. Vielleicht. Ja. Also,
ich denke, so wird einem das schon irgendwo, bleibt einem gar keine andere Wahl, als unter seinesgleichen zu bleiben. Klar hat man vielleicht dann auch, also ich habe auch schwule Freunde, aber die sind jetzt nicht wirklich so in meinem innersten kleinen Freundeskreis. Man bleibt doch irgendwie schon immer unter sich, habe ich das Gefühl. Und ich denke, das wird dadurch, also es bleibt einem keine andere Wahl. Aber die große Frage lautet ja, was meine Freundin gerade so schön gesagt hat, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Klar, durch diese ganzen Sachen bleibt uns keine andere Wahl. Aber ist es vielleicht erst nur dadurch entstanden, dass wir ja schon zwei verschiedene Gruppen sind? Gibt es vielleicht nur dadurch Lesarion und Gay Romeo und nicht Gays Worldwide? Whatever. Und gleich auch in großen Städten einfach Jugendtreffs für Schwule und Lesben, wo wirklich alles zusammen gemacht wird. Also, was war zuerst? Das ist meine Frage an euch. Schreibt mir bitte, was denkt ihr, wodurch kommt das? Was war zuerst da? Die Trennung oder die Trennung? Ich hab's ja gerade gesagt, ihr wisst, was ich meine. Also, okay, dann, ich freue mich auf eure Kommentare, ich bin sehr gespannt. Vergesst das Daumen hoch nicht und ihr wisst ja, abonnieren macht uns glücklich. Und ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne Woche. Bis denn, die Jen. Das muss ich euch zeigen. Hallo. Sag mal Hallo, Audrey.